Hey, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 7. Und jetzt, oh ne, da wollte ich gar nicht hin. Ja, mach weg. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe ein paar Tage nicht mehr gespielt. Genau da oben, da haben wir noch das Megafon gefunden. Wo war? Nee. Ich weiß nicht mehr genau. Genau, das hatten wir noch nicht. War noch Wetter unten was? Ne, genau, das war das Passwort Marco. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, wie wir an alle Coupons drankommen. Ich glaube, das waren 3 Stück. Hier schon mal nicht. 3 Türen darf ich öffnen. Da komme ich nur bis dahin. Da auch. Oh. Hier auch. Hier genauso. Was ist hier? Ich kann das ja wieder löschen. Wenn es mir nicht passt. Ja, mach mal. Jetzt nach unten. Ne, dann komme ich wieder nur rechts rein, aber nicht links. Was ist hiermit? Eine habe ich jetzt geöffnet. Wenn ich jetzt die mache, komme ich da rein. Dann durch den Lüftungsschacht. Das sieht doch gut aus. Glaube ich. Er kann eigentlich nur diese. Ja, ich versuche es einfach mal. Mal gucken. Danke. Ja. Reinklettern. Und umschauen. Los, Krabbel, Cloud, Krabbel. Na, geh da hoch. Los, geh da hoch. Hier hoch. Danke. So. Perfekt. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, wieder reinklettern und umschauen. Umschauen. Mhm. Umschauen. Na, jetzt geh aber rechts. Ja, eintauschen. Du kannst deine Coupons gegen Objekte eintauschen. Die folgenden Objekte stehen zur Wahl. Coupon A, Sternmedaillon, Coupon B, 4 Fassungen, Coupon C. Coupon C. Coupon C. C. Ah, alle. Alle, alle. Unbedingt beachten, wenn du erst einmal Coupons gegen Objekte eingelöst hast, kannst du die Funktion Alles löschen nicht mehr verwenden. Ja, brauche ich ja auch nicht. Wofür? Ja, einlösen. Ja, was ist los? Ah, ich muss drücken. Verdammt. Ja, danke. Mhm. Super. So, direkt mal ausrüsten. Accessoire. Und 4. Was ist hier los? Okay.
auch ich eigentlich nicht. Nö, nicht wirklich. Aber warte mal, da war noch irgendwas mit alle. Was ist hier los? Warum hast du keinen Angriffszauber? Was ist denn jetzt kaputt? Hier war nämlich Gewitter ganz gut. Oder verdammt. Gewitter alle. Was nehme ich denn da jetzt am besten? Das wollte ich doch gar nicht. Oh mein Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Ich werde bescheuert. So. Genau. So. So, passt. Machen das mal anders. So, lasse ich das jetzt einfach. Mein Gott, nochmal. Ne, nicht runter, hoch. So, jetzt. Was ist hier los? Was? Okay, okay. Midgar, geboren aus Marco-Energie, die der Welt entzogen wird. Ja, schön. Hier musste man doch noch irgendwas machen. Naja. Gehen wir da raus und gucken wir weiter, was es hier noch so gibt. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Super. Abgeschlossen. Ah, danke. Warte. Midgar-Teile. Ah, perfekt. Perfekt. Hat sich, als hätte sich was geöffnet. Hier. Was ist los? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ach, die Dinger, die sich öffnen, da sind wahrscheinlich die... Ah, danke. Da sind wahrscheinlich die anderen Teile drin. Oh, was ist mit euch los? Habt ihr was Interessantes für mich? Ja, das ist super. Was war eher Schönes? Nichts. Was? Jetzt so langsam ist aber gut, oder? Jetzt klau mal was. Mein Gott, ich will wissen, was die haben.
Jetzt aber. Klau was. Das gibt's auch gar nicht. Ach, brauche ich noch nicht. Aber jetzt klau dem mal was. Mein Gott nochmal, das kann doch nicht so schwer sein. Oh, ich dreh durch. Boah. Boah, ich dreh gleich durch. Mein Gott, ey. Jetzt aber. Was mache ich denn da? Ja, hätte sie ja eigentlich schenken können. Mhm. Konnte nicht. Ich werd bekloppt. Komm hier. Krass. Übelst einen reingeballert jetzt. Ach ja. Aha. Ja, nächstes Teil. Super. Da, mach da was. Hier rein. Jawohl, danke. Nächster Teil. Mhm. So, rein da. Einlegen. Klick. Klick, klick, klick. So. Nächste Teil. So, hier rein. Klick, klick, klick. Wo ist denn die nächste Truhe? Ah, da. Super. Okay, okay. Okay. Jetzt nur einer. Darf ich den... Der jetzt gebe ich ihm aber... Ist doch, ich werde bekloppt. Komm, heil mal. Mhm, danke. Hallo. Tors. Da, ich werde bekloppt nochmal. Tja. Eine Qual. Ich glaube, ich stelle gleich erstmal die Kampfgeschwindigkeit hoch. Das dauert mir einfach alles viel zu lange. Dass ich... Da, boah. My God, nochmal. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Für... Oh. Für so eine Scheiße dreh... Ja, ja. Ja, alles. Alles wird gut. Alles wird gut. Für Chris... Oh. Ey, immer Miss. Immer Miss. Was ein scheiß Limit. Komm, Grüße. Halt noch eins. Boah. Puh. So, jetzt hauen wir das Teil rein. Hier, glaube ich. Nee, nicht. Dann hier vielleicht. Ja. Klicke die Klick. So.
Dann können wir gleich in die nächste Etage. Uff. Prächtig, prächtig. So. Hi. Was geht mit dir? Hallo. Puh. Oh mein Gott. Bist du ein Idiot. Geh mir aus dem Weg. So. Ja. Spülen. Erstmal spülen. So, wollen wir doch mal gucken, was sie da zu bequatschen haben, ha? Barrett. Wow, so viele Anzüge. Wir haben die Schadenseinschätzung für Sektor 7. Unter Einbeziehung der bereits eingerichteten Fabriken und Investitionen beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 10 Milliarden Gil. Alter Schwede. Kriege ich da 1% von? Die Kosten für den Wiederaufbau von Sektor 7 belaufen sich. Wir bauen nicht wieder auf. Was? Wir lassen Sektor 7, wie er ist. Und fangen den Neo-Midgard-Plan wieder an. Aha. Und das alte Volk? Das verheißene Land wird bald uns gehören. Ich will, dass du die Makrosätze erhöhst. 15% in jedem Gebiet. Setz hoch, tralalala. Und bitte berücksichtige auch unser Raumfahrtprogramm im Budget. Reeve und Scarlett verteilen die zusätzlichen Einnahmen aus der Erhöhung. Oh Mann! Money, money, money. Mein Herr, wenn Sie die Sätze... Mein Herr? Ist das nicht der Präsident? Ah, als Präsident würde ich mich auch mit meinem Herr anreden lassen. Würde direkt links und rechts einen auf den Sack geben. Mein Herr, wenn Sie die Sätze erhöhen, verlieren die Leute das Vertrauen. Das haut schon hin. Die ungebildeten Bürger verlieren nicht das Vertrauen. Sie werden Shinra noch mehr vertrauen. Schließlich waren wir es, die Sektor 7 vor Avalanche gerettet haben. Dieser verfluchte Wichser! Verdammt. Hoyo, wie geht's dem Mädchen? Als Objekt ist sie nicht so gut wie ihre Mutter. Ich bin auch dabei, sie mit ihrer Mutter Ipalna zu vergleichen. Aber momentan ist der Unterschied 18%. Wie lange wird die Arbeit dauern? Wahrscheinlich 120 Jahre. Wahrscheinlich ist es unmöglich, sie zu unserer Lebenszeit abzuschließen. Oder zu Lebzeiten des Objekts. Deshalb überlegen wir uns, ob wir sie züchten sollen. Dann könnten wir eine produzieren, die unsere Forschungsarbeit über lange Zeit aushält. Was ist mit dem verheißenen Land? Wird es unsere Pläne nicht behindern? Darauf muss ich meinen Plan stützen. Die Mutter ist zwar stark, zeigt aber trotzdem Schwächen. Damit ist unsere Besprechung beendet. Zieht lang, ich hab keinen Bock mehr auf euch, ihr Idioten. Hi. Etwas stinkt hier. Sie sprachen über Aris, oder?
weiß nicht. Wahrscheinlich. Gehen wir ihn nach. Irgendwie muss es in jedem Spiel einen größten wahnsinnigen Wissenschaftler geben. In jedem Spiel, in jedem Krimi, in jedem Actionfilm. Was ist nun mit bekloppten Idioten zu tun? Hi. Oh, 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 oh. Schnell weg. Zurück. Verdammt. Hoyo. Ha! So. Ja, der ist weg. Der kann doch nicht mehr sehen. Weiter. Hi. Ja, nur geh. Ich erinnere mich an ihn. Diesen Hoyo-Typen, er ist der Chef der Wissenschaftsabteilung von der Shinra. Cloud, kennst du ihn nicht? Hm. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Also so sieht er aus. Ja, mit den Worten verabschiede ich mich. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao.